Hallo, grüß euch, ich bin der Bupper und wir bereiten heute ein Flanksteak zu. Das Ganze machen wir auf dem Gasgrill. Als kleine Beilage gibt es einen Grillsalat und wie einfach das ist, das zeige ich euch heute. Dieses Flanksteak habe ich jetzt direkt aus dem Kühlschrank genommen bei einem Grad. Das pariere ich jetzt und warum ich das mit einem Grad rausgenommen habe, das seht ihr im Anschluss. Ich schneide jetzt da alles an überschüssiges Fett weg. A, ist das eine kosmetische Sache und zum Zweiten hat man eigentlich da keinen Nährwert, weil das Fett, das soll ja im Fleisch sein und nicht außenrum. Wichtig ist beim Flanksteak, da hat man an einem Ende so einen kleinen Fettdeckel. Diesen sollte man rausparieren, denn darunter verbirgt sich eine ganz dicke Sehne und wer das nicht weiß, der isst die Sehne mit. Deswegen muss man da relativ radikal rangehen, diese Sehne rausparieren. Wir drehen das um. Selbes Spiel auf der anderen Seite. Diese Abschnitte, die werfen wir nicht weg. Mit denen kann man einen Rindertalg auslassen oder irgendeinen Fond ansetzen. Im nächsten Schritt muss ich das Fleisch etwas liebevoll massieren, weil das unterschiedlich dick ist. Also gehe ich her und klatsche das mit der Faust ganz gefühlvoll, dass ich in etwa überall die gleiche Dicke habe. Und jetzt entgegen jeglicher Vorschrift werde ich das Flanksteak einritzen. Und zwar exakt 45 Grad entgegen dieser Faser. Ich möchte damit erreichen, dass ich zum einen die Faser ganz leicht breche, dass das bei der extremen Hitze nicht zu sehr zusammenzieht. Und zugleich schaffe ich eine Angriffsfläche für ein kontrolliertes Verbrennen, wodurch Röstaroma entsteht. Und Röstaroma heißt Geschmack. Und das Ganze machen wir auf beiden Seiten. Für mich ist das schwierigste Steak zu grillen, da das so dünn ist, weil man ganz besonders auf den perfekten Gargrad achten muss. Für mich ist der perfekte Gargrad bei einem Flanksteak Medium. Und Medium ist ganz klar definiert bei einer Kerntemperatur von 56, maximal 57 Grad. Und das ist auch der Grund, warum ich das kühle Flanksteak verarbeite, damit ich einfach eine Spanne von ca. 50 Grad habe, um dem Flanksteak ein Röstaroma zu verleihen. Um diesen Mythos aus der Welt zu schaffen, dass man ein Steak nicht vorm Grillen würzt, zeige ich euch heute, dass man das sehr wohl vorm Grillen würzen kann, weil es einfach besser schmeckt und dieses keinen Schaden hat. Dazu habe ich eine sehr, sehr dicke Alufolie. Das ist nahezu ein Blech. Alles, was an Gewürz daneben fällt, bleibt in dieser Alufolie. Und im Anschluss, wenn das Steak zur Ruhephase wieder zurückkommt in die Alufolie, dann mischt sich Fleischstoff, ein bisschen Butter und Gewürz und so bekommt man wirklich die beste Soße innerhalb kürzester Zeit. Salz, Pfeffer, Knoblauch, etwas Zwiebelgranulat und einen Hauch von Zucker. Und das ist für mich die perfekte Gewürzmischung für ein Steak, die den Eigengeschmack vom Fleisch eigentlich nur unterstützt. Das Gewürz dann nur fest drücken und nicht verreiben. Im nächsten Schritt werden wir unser Steak grillen. Dazu habe ich den Grill schon mindestens 15 bis 20 Minuten auf voller Leistung vorgeheizt. Wir nutzen die ganze Größe vom Grill aus und platzieren unser Steak an dem Rand etwa in 10 Uhr Position. Drücken das ordentlich fest, Deckel schließen und starten unseren Timer mit einer Minute. Zeit ist um. Wir wenden das Steak, legen das auf eine komplett neue Stelle, drücken das nochmal flach. Die neue Stelle ist blitzblank sauber. Nur so bekommen wir Röstaromen. Und die Stelle, die wir vorher belegt haben, wird sofort wieder gereinigt. Der Grillrost heizt sich auf, Deckel schließen und starten den Timer erneut auf eine Minute. Wir wenden unser Steak, legen es auf die neue Stelle und zwar jetzt auf 2 Uhr Position, drücken das wieder an und reinigen unseren Grillrost gleich wieder. Deckel schließen, nächste Minute läuft. Wir wenden unser Flanksteak jetzt zum letzten Mal. Wieder auf 2 Uhr, drücken das nochmal flach,
reinigen den Rost wieder. Und gehen jetzt her und fangen zum Messen an. Immer ganz schräg, nicht von oben nach unten, sonst sticht man nur durch. Und kontrollieren, welche Temperatur in diesem Kern ist. In diesem Fall, in etwa der dicksten Stelle, hat das Steak jetzt 44, 45 Grad. Das heißt, ich starte die weitere Minute nicht. Ich bin relativ nah an meine 52 Grad. Ich lasse einfach nur den Deckel offen und messe im 10-Sekunden-Takt die Temperatur. Wir haben jetzt hier an der dicksten Stelle die 52 Grad erreicht. Jetzt nehme ich unser Flanksteak runter, packe es wieder in die Alufolie und ganz wichtig, diese darf man nicht schließen. Wir geben jetzt lediglich ein Stück Butter hinzu, warten 2-3 Minuten, lassen die Butter schmelzen und erst dann schließen wir die Alufolie. Das Fleisch ist jetzt fertig und befindet sich in der Ruhephase und diese Zeit nutzen wir, um unseren Salat vorzubereiten. Für den klassischen Grillsalat eignet sich am besten ein Romanersalat oder Römersalat. Diesen muss man einfach nur äußerlich abwaschen, der Strunk bleibt dran. Man macht nur einen Mittelschnitt, klappt diesen auseinander. In meinem Fall verwende ich wieder meine Basisgewürzmischung aus Salz, Pfeffer, Knoblauch, Zwiebel, Zucker. Man kann da auch irgendwelche Kräutersalze verwenden, nur Salz, Pfeffer, das ist reine Geschmackssache. Damit würze ich den Salat. Und nach dem Würzen gebe ich da einfach nur ein Spritzerchen Öl drüber, dass dieses Öl in den Salat einsickert und etwas Gewürz mit reinnimmt in die Poren, weil das bedeutet wiederum Geschmack. Wir grillen jetzt unseren Salat. Dazu ist der Grill immer nur auf voller Leistung. Wir legen den direkt mit der Schnittfläche auf den Grillrost für ca. 1-2 Minuten. Auch wenn das jetzt ein bisschen raucht oder gewisse Flammen entstehen, das macht nichts, weil das ist Geschmack. Gut, ich denke, die Zeit reicht. Wir schauen uns den Salat mal an. Auch der Salat hat Grillmarkierungen, die sollten nicht verbrannt sein, einfach nur braun. Wir drehen jetzt alle Brenner aus, schließen den Deckel nochmal, nutzen diese Restwärme und garen den Salat fertig. 30 Sekunden später öffnet ihr den Deckel wieder und unser Salat ist fertig. Man kann den Salat jetzt so im Ganzen auf dem Teller präsentieren. Ich gehe immer her, entferne den Strunk, schneide den Salat in kleine Streifen. Und richte diesen jetzt auf dem Teller an. Unser Steak war jetzt 30 Minuten circa in der Ruhephase und dieses tranchieren wir jetzt. Immer schön mittig gegen die Faser. Und so hätten wir jetzt das perfekte Medium Steak. Hier gehe ich einmal noch in der Mitte durch. Und schneide das Steak dann 90 Grad gegen die Faser in kleine Tranchen und richte es im Anschluss an. Flanksteak mit Grillsalat, guten Appetit!